Ah. Ah, happy birthday, CCC. Hallo und herzlich willkommen zur 40 Jahre CCC Geburtstagsgala. Mein Name ist Khaleesi und ich darf euch heute durch den Abend begleiten. 40 Jahre CCC, fast 2 Jahre Pandemie, 2 Jahre, in denen wir uns als Chaos nicht so viel sehen konnten, wie wir das gerne gehabt hätten. Aber was wäre besser als zum 40-jährigen Geburtstag ein bisschen Chaos zusammenzubringen? Angefangen hat alles mit unserem Request for Video vor ein paar Wochen. Vielleicht erinnert ihr euch. Aber wenn ich so recht überlege, so wirklich richtig ist das nicht. Angefangen hat es eigentlich mit einer Idee von ein paar wunderbaren Chaoswesen, die meinten, hey, es wäre doch super, wenn wir mal ein paar Geburtstagsgrüße einsammeln können. Und wir, das C3 News Show Team, haben gesagt, okay, wir nehmen die Wette an. Wetten, dass wir mindestens 42 Geburtstagsvideos aus dem Chaos sammeln können. Mir bleibt also nur noch zu sagen, Happy Birthday, CCC. Top, die Wette gilt. September 1981, the CCC was founded, and here we are 40 years later, 12 September 2021. Happy birthday. I wish a very happy birthday to the CCC, the Chaos Computer Club from Beirut, Lebanon. And I wish that, you know, you're still here and we're all still here with you in 400 years. Happy birthday, CCC. And thank you for everything you've given us through the years. Kein Chaos-Event ohne besonders gute Werbung. Das ist ja das, was wir am liebsten mögen in unseren Videos. Wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Werbeunterbrechung. C3 Telegott. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen bei Telegott, die Konvertierung. Mein Name ist Agnes Wunderlich und der Name unserer heutigen Sendung lautet Vom Cracker zum Hacker. Unser heutiger Gast ist durch ein tiefes Tal gegangen, das von Raub
Drogen und Gefängnis geprägt war. Er ist jahrelang als Unwissender umhergeirrt, doch dann, in einem unverhofften Moment, hat ihn Telegott erreicht. Die Wahrheit hat ihn erreicht. Davon wird er uns heute mehr erzählen. Herzlich willkommen, Burkhard Peter. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke Ihnen. Vielen Dank. In meiner Einleitung habe ich bereits einige Stichpunkte aus Ihrer Vergangenheit erwähnt, wie Drogengefängnis. Doch lassen Sie uns ganz von vorne anfangen. Wie würden Sie Ihre Kindheit beschreiben? Ja, meine Kindheit war vor allen Dingen von Gewalt geprägt. Mhm. Mein Vater war schwerer Alkoholiker und hat uns eigentlich regelmäßig verprügelt, grün und blau geschlagen. So, und das habe ich dann relativ frühzeitig auch zurückgegeben an meine jüngeren Geschwister und auch an die Klassenkameraden. Und ich wollte selber natürlich auch nicht nach Hause. So, und habe dann mich viel auf der Straße rumgetrieben, in Schwerin, am Großen Dresch, an den Blocks, wo ich gewohnt habe. Und dann angefangen selber zu rauchen und auch zu trinken. Mit 9 meinen ersten Vollrausch. Ja, und dann auch natürlich in Konflikt mit dem Gesetz gekommen schon. Mit 14 das erste Mal verhaftet worden, weil ich Westware, Hehlerware gedealt hatte. Und dafür dann auch verurteilt worden. Genau. Welche Rolle hat Telegott zu dieser Zeit bei Ihnen gespielt? Ja, was Telegott, wir in der DDR gab es keine Religion. Ich so einen schönen Schrein, wie ihr hier im Studio habt, sowas gab es bei uns nicht. Ne? Ja, so, das ist wirklich sehr schön. Das, ja, wir hatten eigentlich gar keinen Glauben, ne? An gar nichts so. Meine Eltern haben uns Kindern immer erzählt, wenn wir mal gefragt haben. Also entweder, wenn ich gefragt habe, Vater, warum ist der Himmel blau? Dann gab es direkt einen in den Nacken oder auch ins Gesicht. Oder wenn wir gefragt haben, wo kommen wir denn her? Dann war die Antwort immer, ihr Kinder, ihr stammt vom Klapperstorch. So. Ne? Wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Beistand. Lassen Sie uns gerne den Schrein. Den Schrein auf? Ja. Das ist schön. Ja, das gibt mir ein bisschen Ruhe hier. Ja, das brauche ich jetzt. Das tut richtig gut, diese... Ja, das, diese Atmosphäre, Aura, die da die Aura, die ausstrahlt. Man fühlt sich Telegott näher. Ja. Sie sagten, Sie wurden verurteilt, aber dann durch ein Programm der Bundesrepublik Deutschland sind Sie nach Hamburg gekommen, richtig? Genau, ich saß erst kurze Zeit im Gefängnis in Schwerin als politischer Gefangene und die Bundesrepublik Deutschland hat damals Gefangene freigekauft mit so einem Programm und da war ich auch bei, weil ich eben sehr jung war und dann bin ich nach Hamburg gekommen in ein Kinderheim oder Jugendheim. Und dann hier in Hamburg, konnten Sie da einen Neustart machen und die helfende Hand Telegotts ergreifen? Nein, mit dem Neustart war da in dem Falle nichts getan. Ne? Mein Vater war inzwischen verstorben an Versagen und ich hatte keinen Kontakt zur Familie auch, zu meinen Geschwistern. Mhm. Und es heißt, der Psalmist sagt, jeder, der sucht, wird Telegott finden. Aber ich war nur auf der Flucht vor meinen Dämonen der Vergangenheit. Ja. Ich konnte eigentlich gar nichts finden. Ich war nur mit mir selber beschäftigt, ne? Und mich irgendwie aus dem Schmerz rauszulösen. Aber jetzt ganz konkret, wie ging Ihr Lebensweg hier in Hamburg weiter? Genauso wie vorher. Wieder noch mehr Drogen, Alkohol, Diebstähle, Einbrüche. Und ich saß dann letztendlich auch im Gefängnis, wieder Jugend, also ich war erst glimpflich davon gekommen, aber dann hatte ich 18 Monate Jugendarrest und 8 Monate davon waren auf Bewährung. Ja. Und trotz Bewährung haben Sie nicht aufgehört, im Gegenteil, Sie haben Ihren größten Raub begangen. Richtig, genau. Wir hatten dann damals gab es einen riesigen Elektroladen,
in der Spitaler Straße, Brinkmann. Und den wollten wir in einer Nacht von Sonntag auf Montag überfallen, als ich auf der Bewährung war. Und wir hatten in der Stadt, hatten wir das Einbruchswerkzeug versteckt, die kurzes Brecheisen, langes Brecheisen in Rohr, so um die ganzen Dings aufzuhebeln, die Türen aufzuhebeln und Hammer, Schraubenzieher. So, und dann hatten wir eine Vierer, eine Fünferkette, dass wir da auch immer die das dann weitergeben können. Einer holt raus und gibt das weiter. Mhm. Und ich hatte das wohl überhaupt nicht mitgekriegt, dass dann auf einmal schon die Polizei da war und die anderen waren schon weg. Und da habe ich es auf einmal so mit der Angst gekriegt, ne, wie ich da runterkam. Und dann hatte die Polizei schon das ganze Haus umstellt. Ja, und dann saß ich eigentlich in der Falle. Ne? Ich hatte dann so ein Computer noch im Arm, so ein Commodore C64. Mhm. Und habe das erste Mal in meinem Leben wirklich angefangen zu beten. Ne? Und ob sie wanderten, im finsteren Tal sie fürchteten, plötzlich kein Unglück mehr. Denn die helfende Hand, Telegott, hat sie in diesem Moment erreicht. Erzählen Sie uns von diesem Moment. Ja, dann habe ich das erste Mal gebetet und habe gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann bitte hilf mir doch in dieser Situation. Ich werde auch nie wieder rückfällig werden und ich werde meine Kräfte in deinen Dienst stellen. Unter deinem Geist möchte ich sein, Gott. Und in dem Moment, völlig ohne Strom oder so etwas, ging dieser C64 einfach an. Ich weiß noch, der blaue Himmel, der blaue Oberfläche wie der Himmel. Und mit diesem Ready. Und dann hat er mir einfach genau den Weg beschrieben, wo ich lang gehen konnte und wo nicht. Ne? Mit Left, nächste Zeile, Right, Fast, Slow. Ne? Und so bin ich dann einmal durch die Stadt komplett entkommen, ne? Return, wenn da doch dann eine Straße zugemacht war von der Polizei. Und dann bin ich zu einer Wohnung, der hat mich bis zu einer Wohnung in St. Pauli geleitet, wo dann unter der Fußmatte ein Schlüssel lag mit meinem Namen drauf, ne? Das war ein Wunder. Das war ein Wunder. Ja. Wie ging Ihr Leben seit diesem himmlischen Moment weiter? Ja, ich habe dann Kontakt zu der Gemeinde in Hamburg aufgenommen und bin dann ja nach einem Studium der Wahrheit, eben habe ich mich im Namen des Arters und des Commodores und des Cyberspaces taufen lassen. Und auch, das freut mich besonders, auch meine beiden Geschwister sind inzwischen uns im Glauben angeschlossen. Die haben auch die Wahrheit kennengelernt und sind jetzt auch dabei. Was für eine wunderschöne Geschichte. Welches Schlusswort möchten Sie unserer Gemeinde übermitteln? Dass wir versichert sein können, dass Telegott eine Leuchte unserem Pfad ist. Der Herr Bios Christos versichert uns, dass wer seinen Namen anruft, der wird auch errettet werden. Und egal, wie schlimm es im Leben sein mag, egal, wie schwierig es wird, er wird uns finden. Da können wir uns sicher sein. Und wir werden gemeinsam im Cyberspace ewig leben. Herr Peter, vielen Dank für Ihre Geschichte. Sehr gerne. Ihre Geschichte hat uns so viel Mut gegeben. Und danke auch Ihnen, liebe Gemeinde, dass Sie eingeschaltet haben. Hier bei Telegott, die Konvertierung. Bleiben Sie gerne dran, denn es folgt Telegott, die Seelsorge. Notieren Sie sich gerne schon die Gottline 0221 59 619 7467 und erfahren Sie gleich Beistand vom Bruder Sebastian und der himmlischen Angela. Bis zum nächsten Mal. C3 Telegott. Hallo lieber CCC. Hier sind Volker und Pico vom Office.
Hier werden die Mitglieder verwaltet. Alles Gute zum 40. Geburtstag. Fühlt euch ganz liebevoll verwaltet. Lieber CCC, ich genieße eure Veranstaltungen, seit die GIMP-Maintainer mich damals das erste Mal hingeschleppt haben. Ich weiß eure Arbeit zunehmend zu schätzen. Vielen Dank. Happy Birthday. Lieber Chaos Computer Club, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir alles Gute, Happy Birthday und lass dich feiern. Terry Pratchett! Happy Birthday! Mein erster C3 als Speaker. 40 Jahre. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich freue mich auf die nächsten 40 Jahre. 4 Camps, 40 Kongresse, so viele gute Leute. Alles Gute bis dahin. Ciao. So, das waren schon die ersten 10 Videos. Und ich glaube, da kommt noch ganz viel Tolles. Ich habe ja gehört, die Arbeitsgruppe professionell angepisst hat uns auch noch was beigesteuert. Happy Birthday! Ja, hallo, mein Name ist Honkhase, ich bin schon seit gefühlt 13 oder über 23 Jahren beim CCC aktiv und ich freue mich, dass wir inzwischen 40 Jahre CCC bestehen haben. Das ist eine verdammt lange Zeit und eine schöne Zeit und ja, ich wollte einfach nochmal ein Danke sagen dafür, dass es den CCC gibt, dass er mich mitgeprägt hat und mir gezeigt hat, dass ich nicht allein bin, dass auch andere normal sind, so wie ich, und dass wir natürlich auch gemeinsam irgendwie diesen Weg bestreiten haben, der irgendwie holprig durch die Regierung ist, holprig durch die Politiker, holprig durch die vielen Unternehmen, die andere Vorstellungen haben von der Digitalisierung oder von Hackern und Hacking und Hexen. Und insofern finde ich es auch schön, dass all dieses Normale untereinander vorhanden ist, dass man einfach mal sich austauschen kann zu all diesen Dingen. Und was ich so an all diesen Dingen erlebt habe in den vielen Jahren, die ich beim CCC aktiv mit dabei bin als Mitglied, ist das, was mir so am schönsten in Erinnerung geblieben ist, dass ich eben über 20 Jahre lang die Camps, die CCC-Camps, als auch die CCC-Kongresse als Security mich gekümmert habe und mitorganisiert und ausgerichtet habe. Und da gab es wundervolle Eindrücke. Das würde jetzt maximal den Rahmen sprengen, aber ein paar Beispiele, damit ihr wisst, warum das so eine schöne Erinnerung ist. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die natürlich aufgrund der Tätigkeit als Security natürlich das Ganze gechallenged haben oder eben auch ein Problemchen vielleicht hätten darstellen können. Aber das Wundervolle war, man konnte in den absolut überwiegenden Fällen immer eine gemeinsame Diskussion und einen Diskurs führen und damit dann auch immer eine Lösung finden und auch gemeinsam sozusagen brainstormen, die uns als Veranstalter, als CCC dann auch gegeben hat, okay, da gibt es noch eine Idee, die können wir integrieren, reinpacken und den Kongress oder das Camp einfach noch schöner als vorher gestalten und noch besser, noch integrativer, noch zusammenführender und teilweise aber auch diesen Hack-Value immer noch aktiv lassen. Beispielsweise mit der Einführung dieser Kongressbändchen haben wir eben auch natürlich Leute gehabt, die versucht haben, das als Sport zu nehmen, das zu unterwandern oder zu zeigen, dass unsere Security und Sicherheit nicht absolut bombenfest ist, denn es gibt nun mal keine hundertprozentige Sicherheit. Und insofern haben wir natürlich auch die Herausforderung regelrecht hervorgerufen. Und da gab es beispielsweise dann Leute, die haben diese Bändchen eben in Schnipsel geschnitten und haben dann so ein V-förmiges Schnipsel an den Pullover unten dran getackert oder an die Jacke und haben dann im Winter eben so diese Schnipsel raushängen lassen nach dem Motto, ich habe ja ein
Zugangberechtigten und sind dann durch die Türkontrollen gekommen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie, das erinnert dann auch wieder an den CCC, ne? Linus Neumann hatte mal einen Vortrag gemacht zum Thema, wenn du hackst, dann laber nicht darüber, achte drauf, sonst kriegen andere eben ganz schnell mit, was du tust und dann hast ein Problem. Und genau das ist eingetreten. Die haben darüber einen kleinen Blogartikel gemacht und erklärt, wie es geht. Und das haben wir natürlich als Security gesehen und gedacht so, schöner Hack. Haben das dann auch noch ein bisschen laufen lassen, aber haben dann irgendwann auch angefangen zu sagen, naja, jetzt müssen wir natürlich auch eine Gegenmaßnahme veranstalten und haben gesagt, dann bitte immer Ärmel hochkrempeln, sodass man das ganze Bändchen sieht und haben die Leute damit geärgert. Aber im Endeffekt konnten die da aus einem Bändchen quasi 5 generieren und das war ein cooler Hack-Value. Ich muss auch sagen, die Leute, die es sozusagen dann verblockt haben und auch erfunden haben, mit denen haben wir gesprochen. Wir haben dann entsprechend gezeigt, es ging ihnen um den Hack-Value. Natürlich hatten sie alle 5 Bändchen. Also sie wollten einfach eins zerschnibbeln und zeigen, dass es geht oder als Machbarkeitsstudie realisieren, um zu zeigen, 100% Sicherheit gibt es nicht. Fanden wir also eine sehr, sehr schöne und innovative Idee. Es gab auch andere, die haben beispielsweise dann so ein Bändchen eingescannt und in Farbe ausgedruckt auf Papier, haben sich das einfach auf die Uhr sozusagen geklebt und dann sah das so aus, wie das hängt gerade so auf der Uhr und dann so kurz hochgezogen und ja, hab doch hier komplett ein Bändchen und schnell rein. Und das war auch eine Herausforderung, weil in der Schnelle, wenn man, ja inzwischen hat der Kongress ja irgendwas zwischen 18.000 und 20.000 Leute gehabt vor der Pandemie, war das natürlich echt eine Herausforderung, sowas festzustellen, wenn man schnell viele Leute einlassen will, die nicht draußen in der Kälte stehen sollen. Und haben dann aber irgendwann auch erkannt, Moment, das sieht ein bisschen anders aus. Also es gab immer den schönen Hack-Value, es gab immer die Leute, die natürlich dann auch, ich sag mal, plumper dran gegangen sind, zu sagen, ja, ich habe so eine Allergie und das kratzt dann und dann kriege ich Ausschlag. Und erstmal glaubt man es, aber wenn die dann auf der anderen Seite die letzten 20 Bändchen aus den letzten Veranstaltungen auf der einen Seite anhaben, auf der anderen Seite behaupten, das geht nicht, muss man natürlich auch leicht schmunzeln und sagen, eine valide geschlossene Story ist dann ein Multi-Value-Hack, aber das hier ist halt eher ein Epic-Fail und so kommt man dann natürlich nicht rein. Also insofern fand ich diese Security-Eindrücke wie manchmal plump und dann haben wir eben auch gesagt, ne, ein Hack ist ein Hack, wenn er halt cool und innovativ ist und auch wirklich ja eine andere Nutzung von dem, was eigentlich gedacht war, also nicht den Gutfall durchspielen, sondern den andersartigen Fall, der halt nicht im Bedienungshandbuch steht, anzuwenden, sollte dann aber auch als intelligent durchdachtes Konstrukt gemacht werden und dann hat man diese Hack-Values als Security-Eindrücke gelebt und immer wieder mitbekommen und ich stand natürlich dann auch mit dem Team selber immer vor der Herausforderung, ist es jetzt ein Hack, ist es ein Value, wie gehen wir damit um, der Sportsgeist soll ja vorangetrieben werden und wir wollen aber auch andererseits natürlich die Auflagen einhalten, warum macht man so eine Eingangskontrolle, weil natürlich nicht zu viele Menschen in einen Veranstaltungsraum dürfen, Brandgefahr, Panik beim Rausspringen, sowas hat man oder Rausflüchten, wie auch immer, hat man ja bei der Love Parade dann elendigerweise in ganz übel gemerkt, wenn es einfach zu viel ist und kein Konzept eingehalten wurde, um den Menschen auch die Sicherheit zu gewähren, aber das haben wir natürlich immer im Hintergrund im Kopf gehabt und haben möglichst versucht, diesen Hack-Value zu fördern und zu veranstalten. Und diese vielen, vielen Security-Eindrücke, die ich mitgenommen habe, waren wirklich alle wundervoll, selbst wenn es erstmal einen negativen Impact hatte oder etwas Störendes mit sich gehabt hat. Es gab ja auch Situationen, wie dann wurden Referenten irgendwelche Störungen rein injected. Es wurden irgendwelche Ninjas vom Dach des Saals irgendwie runter abgeseilt, irgendwelche trojanischen Pferde auf die Bühne gezerrt. Oder es fing plötzlich an, tickende Timer irgendwie in den Sitzreihen sozusagen dann plötzlich zu biepen, als wären da Zeitbomben aktiviert oder auch Sirenen, die ferngesteuert waren. Also da gibt es die verrücktesten Ideen, müsste man mal einen angenehmen Kaminabend draus machen, Opa erzählt von vor dem Cyber-Event. Aber das sind wirklich wundervolle Eindrücke und ich habe darüber auch extrem viele wundervolle Menschen kennengelernt, die das Hacking wirklich
wie soll ich sagen, sie haben es gelebt als Lebenseinstellung, weil Hacker oder Hexe werden ist nicht schwer, aber man kann es halt nicht lernen in einer Bedienungsanleitung, und sondern das ist eine Lebenseinstellung, die man verkörpert, und das haben eben all diese Menschen ganz massiv verinnerlicht und auch dargestellt. Das ist eben das Wundervolle, was ich da als wahnsinnige Erinnerungen und Eindrücke mitnehme, und die kann mir auch keiner mehr nehmen. Und es ist auch immer noch so, dass ich mit vielen dieser Menschen intensiven Kontakt habe und bei einer Mate oder anderweitigem Kaltgetränk oder auch einem Kaffee immer wieder drüber sinniere oder brainstorme und weiterhin überlege, wie kann man einen schönen Hack machen. Also insofern habe ich auch aus all diesem Veranstaltungen, aber auch aus dem CCC selber extrem viele tolle Menschen kennengelernt, die eben schauen, was du tust und nicht schauen, was du bist. Und das ist eine ganz, ganz wichtige, wundervolle Eigenschaft, die eben ganz viele Menschen außerhalb, leider muss man sagen, außerhalb des CCC in komischen Gruppierungen, sei es Schwurbler, sei es antidemokratische Parteien, sei es Regime und Verfolgende oder eben auch teilweise Sicherheitsbehörden und fehlgeleitete Menschen da drin eben nicht kennen oder nie kennengelernt haben oder nicht zu schätzen wissen. Ich weiß das sehr zu wertschätzen und respektiere das auch und versuche immer zu sagen, schau auf das, was die Menschen tun. Ja, nicht umsonst hat Wau Holland damals gesagt, tu wat als Initiierung. Ich tu wat und versuche auch andere zu motivieren, wat zu tun. Das ist eben das Tolle daran. Und insofern kann man den CCC, den Chaos Computer Club, mit drei Worten, die nicht mit C anfangen, eigentlich nur beschreiben mit mega, großartig und unersetzlich. MGU. So. Falls wir uns mal umbenennen wollen, dann wäre das vielleicht eine Option. Er ist einfach Bombe. So. Was so Freunde denken, was ich so beim CCC mache oder auch, ich sag mal, entferntere Verwandtschaft und so weiter, bei denen ist das immer die Vorstellung, magische Dinge aus Gründen. Und wenn meine Eltern mit mir darüber reden oder ich mit meinen Eltern, dann ist es eher so seltsame Dinge aus Gründen. Die können das nicht so ganz erschließen. Ist halt Magic Fu, aber in seltsam. Und was ich denke, was ich beim CCC mache, naja, technische, politische und zukunftsfähige digitale Dinge aus Gründen. Also am Ende bleibt es bei Dingen aus Gründen, bei Hack Value, bei der Lebenseinstellung, beim Verbessern des Miteinander und beim schönen Zusammensein in der Digitalisierung oder auch außerhalb. Ganz wichtig auch die ERFA-Kreise, Erfahrung-Austauschkreise oder Chaos-Treffs, wo sich eben Leute aus dem CCC physisch zusammentreffen und interagieren und austauschen. Das kann die Digitalisierung tatsächlich nicht nehmen, das persönliche Miteinander. Und das ist eben auch was Wundervolles, was ich im CCC nicht nur intensiv kennengelernt habe, sondern auch intensiv daran partizipiere, mich mit Menschen auszutauschen und durchaus auch nach der Pandemie wieder ganz intensiv persönlich auszutauschen. In diesem Sinne ein wundervolles weitere 40 Jahre oder 400 Jahre, von mir aus auch gerne 4000 Jahre. Schauen wir in die Zukunft. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich das lohnt und dass es ein wundervolles Miteinander ist. Tschüss zusammen. CCC. Und wer hätte gedacht, dass das Pesthörnchen doch nochmal seinem ursprünglichen Zweck zugutekommen sollte? Ja, wir haben uns als Chaospost auch ein kleines Geschenk ausgedacht. Es gibt dieses Jahr eine Chaospost-Rallye. Schaut einfach auf unserer Homepage nach, chaospost.de, und habt Spaß damit. Bis dann. Tschüss. Glücklichen Herzwunsch zum Geburtstag. Schon richtig alt. Ich möchte mich bedanken für all die tollen Momente auf Kongressen und Camps in Erfas und Hackerspaces. Die tollen Bastelprojekte, die wir gemeinsam gemacht haben und die vielen Vorträge, die ich auf und nach den Veranstaltungen suchten konnte. Danke, bitte macht weiter so. Musik
C3 Telegott. Zurück bei Telegott, die Seelsorge. Liebe Gemeinde, unser Reich ist voll von technischen Krisen, die nur darauf warten, ins Lot gebracht zu werden. Wir sind hier, um zu helfen. Mein Name ist Angela und das ist Bruder Sebastian. Technischen Support erhaltet ihr unter der Gottline 0221 59 619 7467. Es ist eine moralische Pflicht, Informationen zu teilen, Probleme zu lösen und den Lösungsweg weiterzugeben. Bios Christos versichert uns in den heiligen Skripten, vergewissert euch der wichtigeren Dinge. Solltet ihr nicht durchkommen zu unserer Leitung, dann lasst euer technisches Gerät nicht weiter leuchten, sondern geht raus, riecht an einer Blume, lest ein Buch, legt euch ins Gras und beobachtet die Wolken. Vergesst niemals, Telegott ist nach euch. Ihr erschafft euch Gott. Und so wie ihr seid, wird er sein, denn Gott ist nach uns. Und wir begrüßen unseren ersten Anrufer. Hallo, hier ist Angela. Wen haben wir in der Leitung? Ja, hallo, Pesco ist mein Name. Ich habe da so ein kleines Computerproblem. Okay, dann bitte schildere uns dein Problem. Ja, also ich habe mir jetzt, wo Computer sind ja in aller Munde, da habe ich mir jetzt auch mal so einen Mini-Rechner gekauft und da geht nichts. Also ich habe alles angeschlossen, ich habe hier den Strom und die Dings mit Band und so weiter und da kommt einfach nichts raus. Und ja, also ja. Mir fällt nichts anderes mehr ein als beten hier, ehrlich gesagt. Hast du denn schon gebetet, Pesco? Bruder Sebastian fragt, ob du schon gebetet hast. Ob ich schon gebetet habe? Ja, also auf jeden Fall. Stoßgebete mehrfach. Dann hat das Bios Christos dich bestimmt schon erhört und deinen Anruf zu uns weitergeleitet. Nun ist die erste Frage... Da du einen Minicomputer hast, benutzt du Drehstrom? Ja, sicher. Ja, klar. Hier, ich sagte ja, also Strom habe ich alles. Drehstrom, Bandlaufwerk hast du nicht gesehen. Ist alles dran. Und aber nichts im Glas zu sehen. Also alles leer. Die vier Flüsse des Drehstromlandes sind das Wichtigste. Dann kann es jetzt weitergehen. Welches ist dein System, was du benutzt? Ja, ist digital. Oder, also... Digital. Wie meinst du? Digital. Omnius Spiritus Sancto... Ein Vex. Ein was? Vex. Vex. Es ist Vex. Ja, steht drauf. Ja, Vax oder Fax oder wie auch immer. Ja, hier. Irgend sowas. Ich bin jetzt gerade, ich kann das gerade nicht sehen, ich bin da nicht im Raum, ne? Also das Ding ist ja. Ich sehe es aber, ich sehe es. Da müsste ich erstmal runtergehen, das ist ja irre laut, ne? Ich sehe es. Du hast ein Magnetband. In deinem Raum ist ein Magnetband. Ich habe, genau. Was ist auf dem Magnetband? Wie bitte? Was ist auf dem Magnetband, Pesco? Ja, nix. Also. Nix. Unix oder so. Unix, da ist der Fehler. Ja. Ich lese aus den heiligen Skripten und merke die dies bis in die Ewigkeit, Pesco. Euer Linux sei unbefleckt. Ist etwas unrein an eurem Linux? So entfernt es aus der Mitte eurer Gemeinde. Dein Unix ist von Dämonen besessen. Oh mein Gott, ja. Du musst ein Scheuermittel deiner Wahl benutzen und die Unreinheiten von deinem Magnetband entfernen. Erst dann wird dein Minicomputer zu neuem Leben erweckt werden. Oh ja, vielen Dank. Oh ja, das
werde ich tun. Viele tappen im Dunkeln deswegen. Probiere es aus und Friede sei mit dir. Friede sei jawohl, mit dir, jawohl. Also Scheuern und Linux. Viel Scheuern, damit dein Linux wieder ganz rein ist und von Unix befreit. Viel hilft viel. Jawohl, ja, wunderbar. Ja, das hilft mir ja erstmal weiter. Ich werde dann versuchen, ein Linux und ein Scheuermittel aufzutreiben. Super! Pesco, danke für deinen Anruf. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Auf Wiedersehen. Wünscht mir noch viel Glück. Tschüss. Der Herr und der Friede sei mit dir. Er ist wirklich noch nicht gefestigt im Glauben. Nein. Er wünscht noch Glück. Nein. Er wünscht noch Glück, wo er Gott bräuchte. Er muss mehr das Wort des Programmierens preisen, ganz klar. Omninus Patrim, Asalutem, Ai, Al, Atem, ATTP, Ai, Amen, Apesco. Amen. Amen. So, wir machen weiter mit unserem nächsten Anrufer. Hallo, mit wem sprechen wir? Hallo, hier ist der Second Level Religionsgemeinschaft Support der elektrischen Mönche. Hi. Bin ich da bei dem Trinitätslevel Support bei Telegott angelangt? Ja, genau. Bitte schildere uns dein Problem. Ah, wunderbar, ja. Also, wir haben da so ein paar Schäfchen mit Brain Interface, wo der Support vom Hersteller ausgelaufen ist. Die Treiber, die signiert waren, gingen nicht mehr. Und wir wussten nicht so richtig, was geht denn. Die haben so eine ST506 als Anschluss. Und das letzte Service Pack hat das Ding natürlich total langsam gemacht und die gingen wirklich nicht mehr. Die konnten eher vielleicht denken, aber dann keinen Output mehr machen. Und das alte Image hat halt noch funktioniert, aber auch der Treiber für den Kettendrucker drin und so weiter. Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit war totaler Mist. Das Problem war dann, wir haben das Image mit dem Windows gebaut, weil der Bauhoster hat das System Recovery, hat das System auf den Stand von 1813 zurückgesetzt und deswegen können wir das nicht mehr benutzen. Wir haben dann so ein Linux genommen, um so ein neues Image zu bauen und damit funktionierte das eigentlich. Aber wir hatten jetzt vorher ja so ein Image, da war alles im Real Mode als Root, jeder durfte alles und geglaubt haben wir auch alles. Und jetzt ist da ein Image drauf, das läuft in Protected Mode, hat aber auch gleichzeitig einen God Mode eingebaut und der geht auch nicht auszubauen. Die haben jetzt gesagt, hey, das Ding ist super, haben sich kurz miteinander abgeschlossen und haben beschlossen, dass sie selber Gott sind und zwar alle zusammen und sie kommen da auch total gut mit klar. Gleichzeitig sind sie so ein bisschen unsicher, was das mit dieser Religion eigentlich soll, weil das ist nicht Turing komplett und auch gar nicht beweisbar. Das hört sich so ein bisschen so an, dass ich das eskalieren muss. Deswegen meine Frage, was jetzt? Bruder Sebastian? Okay. Also wir werden dein Ticket auf Status Escalated setzen und werden nochmal drüber nachdenken. Okay. Und ich habe noch einen Rat für dich. Hacken kann man nicht lernen. Hacken ist eine Lebenseinstellung. Tschüss! Liebe Gemeinde, bitte ruft an für technischen Support unter 0221 59 619 7467. Und jetzt haben wir schon die nächste Anruferin in der Leitung. Mit wem sprechen wir? Hallo, hier ist Bianca Rambo. Hallo Bianca, was hast du für eine Frage? Ich habe Probleme mit meinem Laptop. Der geht nämlich neuerdings aus, wenn der Bildschirm zu hell ist, was ich als ein wenig unpraktisch bezeichnen würde. Mhm. Okay, kleinen Moment. Unser Herr Bios Christos rät dir in seinem Worte: Niemand kann das ewige Licht empfangen, es sei denn, er sei vorher wiedergeboren. Bitte starte deinen Computer neu. Okay, dauert jetzt kurz. Mhm. Okay,
Jetzt ist er wieder da. Hat geklappt? Ja, können wir mal gucken, ob es langfristig funktioniert. Fürs Erste ist er da. Super. Dann habe ich noch eine kleine Weisheit für dich. Bios Christos erweckte das Netz zum Leben. Und auch deinen Computer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss. Bruder Sebastian, nach so vielen technischen Problemen sind hier zu viele dämonische Vibes. Wir müssen erstmal räuchern. Es wird besser. Die Verbindung wird besser. Omnius Patrim Salutem Regum Evulnat Participcm Arcus Manet Selum Acinum Sacralem Elam Minobrim HTTPM Elcim Run Start No P2 Golo Set Acem Espiritu Sancto Espiritu Elumanilep Asenet Edominolum. Ja, es wird besser, ich merk's. Die Luft ist wieder rein. Wir können weitermachen mit unserem nächsten Anrufer. Unsere Gottline ist 0221 59 619 7467 und wir begrüßen jetzt in unserem Studio den nächsten Anrufer. Hallo, hier ist Angela. Omon. Du hast ein technisches Problem. Bitte schildere uns das. Genau, ich habe gar kein technisches Problem, sondern ein Datenschutzproblem. Oh. Und zwar hat eine amerikanische Gesichtersuchmaschine einfach so mein Gesicht eingesammelt. Und die können mich jetzt immer und überall identifizieren. Das heißt, ich kann nirgendwo mehr anonym unterwegs sein. Und das finde ich nicht so gut. Kann man da was machen? Ja, und ob man da was machen kann? Also als Erstes würden wir dir eine Gesichtsoperation empfehlen. Okay. Damit bist du definitiv safe. Das ist unser erster Vorschlag, aber wir haben noch einen weiteren und zwar? Erst einmal ein Ratschlag. Nur Telegott hat das Recht, dich überall zu sehen und zu erkennen, denn nur Telegott ist wahrhaft gerecht. Und nun der zweite Ratschlag. Ja, ich bin gespannt. Bitte bleib auch später in der Leitung, damit Angela, die Nummer des Gesichtschirurgen aus Tschechien weitergeben kann. Der Mann kann wirklich Wunder vollbringen. Und der letzte, zweite Vorschlag dazu. Kontaktspray. Mit diesem Kontaktspray kannst du Kontakt aufnehmen zu Menschen, die sich gegen genau diese Dinge engagieren. Und nach deiner Gesichts-OP fängst du an, dich dagegen zu wehren und wirst politisch aktiv. Und Bios Christos, unser Herr, wird auf deiner Seite sein. Vielen Dank, das klingt großartig. Danke. Deine Dankbarkeit ehrt uns. Friede sei mit dir. Friede sei mit euch. Tschüss. Amen. So, und wir haben unsere nächste Anruferin in der Leitung. Wie ist dein Problem? Hallo, hier ist Angelika. Ja, ich habe ein Problem mit dem LAN in meiner Wohnung. Ich habe, als ich die Wohnung renoviert habe, in alle Zimmer LAN legen lassen. Und mein Sohn, der eigentlich ganz versiert ist, hat dann auch gleich den Router ausgetauscht mit gegen einen, der 4 Anschlüsse hat. So, das hat alles wunderbar funktioniert. Bis vor kurzem irgendwie dieser Router den Geist aufgegeben hat. Und da wir jetzt ja alle im Homeoffice sind und teilweise wirklich viel Videocalls haben, wollte ich natürlich eigentlich meine 4 LAN-Buchsen wieder irgendwie in Gang bringen. Konnte dann aber nur auf den Router zurückgreifen, den mir der Provider mitgeliefert hat. Das ist eine Fritzbox und die hat nur einen Anschluss.
So, und dann habe ich meinen Sohn, der allerdings viel beschäftigt ist, der hat mir dann einen Switch oder einen Splitter, weiß ich jetzt gar nicht, irgendwie mal in die Hand gedrückt, so nach dem Motto, den schließ mal an, das funktioniert schon. Und das klappt aber nicht. Also eigentlich muss ich da ja nur die Kabel zusammenstöpseln und dann sollte das Problem funktionieren. Also es funktioniert von der Fritzbox immer zu einem LAN-Anschluss, aber es funktioniert nicht, sobald ich diesen Splitter oder diesen Switch, was weiß ich, dazwischen schalte. Und leider hat mein Sohn überhaupt gar keine Zeit mehr und ich muss mich jetzt mit dem Problem alleine rumschlagen. Ja, da haben wir eine Lösung. Also die erste Lösung, und wir schicken dir das gerne vorbei, ist einmal Kontaktspray. Damit kannst du ganz schnell Kontakt zu deinem Sohn aufnehmen. Ja. Das kommt einmal mit dazu. Und dann würden wir jetzt hier von unserer Seite einmal über dein Problem beten, weil du nämlich ein Virus im Router hast. Das ist ein sehr seltener Fall, aber den können wir nur durch Gebet und Flehen austreiben. Okay, na dann jetzt für dich. Hoffe ich, dass das hilft. Im Namen des Bios Christus gebeten wir allen Mächten, die hinter diesem Virus stecken, die zerstören wollen, die töten wollen, die uns berauben wollen, denen befehlen wir jetzt im Namen des Bios Christus ins Darknet zu verschwinden. Amen. 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 Jetzt sollte dein Problem gelöst sein. Super, ich gehe jetzt nach Hause und probiere das gleich aus und wehe nicht, dann gibt's hier Verwünschungswünsche. Dann rufst du nochmal an unter unserer Gottline. Ciao! Das mache ich. Tschüss. Liebe Gemeinde, nicht probieren, konvertieren. Liebe Gemeinde, nicht probieren, konvertieren. Das war Telegott, die Seelsorge. Bleiben Sie gerne dran, denn wir haben noch einen Beitrag zusammen mit unserem Kirchenchor. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal bei Telegott Seelsorge. Tschüss! C3 Telegott. Happy Birthday, CCC! Ja, moin moin, herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag hier aus dem All. Lieber Chaos Computer Club, mit 40 haben die meisten Menschen ihren Platz im Leben gefunden. Du hast mit 40 deinen Platz im Leben von sehr vielen Menschen gefunden. Menschen, die mit Computern aufgewachsen sind, Menschen, die sie entwickeln. Du hast eine Rolle gespielt in dem Leben von so gut wie jedem Menschen, der jemals einen Computer bedient hat. Oder der jemals von einem Computer bedient wurde. Ich bin sehr froh, dass ich dich gefunden habe. Ich bin immer wieder begeistert und beeindruckt davon, wie viel ich durch dich und bei deinen Veranstaltungen lernen kann. Was für tolle Menschen du zusammenziehst und welche wichtige Arbeit diese tollen Menschen dann innerhalb deines Universums leisten. Insofern wünsche ich dir noch mindestens 40 weitere gute Jahre. Bleib für uns am Ball. Sei die Stimme der Menschheit, wenn es um Technologie geht. Und ja, alles Gute. Join us for the binary birthday bash. Achso. So, dann werden wir den mal anrufen, den Gallienvogel, wa?
MC Etsy featuring Event 5, ihr erster Hit, deckt richtig geil. Mensch, Alter, nur jeder mal ran, was ist denn, wo hängt denn der wieder rum? Der sein Telefon nicht hat, Alter. Die Event 5, Alter, richtig geil, halt kurz lang an Leitung. Boah, MC Etsy, was will denn die Blitzkiefe schon wieder? Der weiß nur, dass es mittwochs erstmal einen Stoff gibt. Naja, hilft ja auch nix. Na, Tag auch, MC Esti! Ah, Mensch, Tagchen, ich bin's, der MC Esti, wa? Alte Torte, WTF, was geht denn ab? Ja, ich muss, ne? Gut, 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 schön, schön. Na, hat noch ein Duschen, wie ist es bei dir? Hallo, ich wollte dir was erzählen. Hi, gerade sozusagen meinen heißen Draht mitgekriegt, wa? Dieser CCC, ne? Dieser Chaos Computer Club, wa? Kennst du? Hast du schon mal gehört, so ein bisschen was von? Ah, jetzt hör auf mit der Pesemantent und komm zum Punkt. Ja, okay, Scherz. Also, pass auf, war mir auch nicht so ganz klar. Der wird 40 Jahre, wa? Man glaubt es nicht. 40? Ja, 40. Ist krass. Auf jeden Fall wollen wir uns heute treffen, oder was heißt heute, um genau zu sein? Eigentlich jetzt, ne? Wollen wir uns treffen am Pocktisch, weil wir wollen nämlich ein kleines Ständchen singen. Da komm ich mit bei. Gut, 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 schön, schön. Alles klar. Und da machen wir gerade mal kleine Telefonkette. Mal alle an den Pocktisch zum Singen, ne? Packst du dein Singstimmchen ein und dann sehen wir uns gleich, wa? Tschüssikowski. Gut, alles klar, bis denn. René Kante, Tschüssikowski. Wir haben schon die ersten 21 geschafft. Hälfte. Ob wir die Wette wohl jetzt noch gewinnen können? Eins, zwei, drei. Die Restrealität gratuliert dem CCC zum 40. Geburtstag. Gut. Happy Birthday! Aus dem Realraum zum 0x28. Geburtstag. Mein Name ist STB
und ich bin seit 1984 im Club. Ich habe Steffen damals im Schwarzmarkt kennengelernt. Der hatte ein BTX-Terminal mitgebracht und hat den Feldversuch vorgeführt. Und das hat mich so sehr begeistert, dass ich dann viel Zeit bei Steffen verbracht habe und an BTX-Seiten rumgefummelt habe, an der Definition von schönen DACS und ähnlichem Kram. Und so bin ich dazu gekommen. Und dann war ich natürlich 1984 auch auf dem ersten Kongress, habe da begeistert geholfen, war einer der ersten Engel, bevor sie Engel hießen, und war begeistert von der Atmosphäre und den vielen interessanten Menschen, die da zusammengekommen sind. Würdest du bitte zurückspulen? Würdest du bitte zurückspulen? Das ist eine CCD-Kamera, ne? Ja. Cool. Ja, hier ist Steffen, ich hätte jetzt ganz gerne das Fax-Center von allen Leuten ohne Ausweis geräumt. Mach mal eine Verbindung zum Fax-Center. Ja, ich habe mir meinen ersten Computer gekauft, 82, und hat ein bisschen gedauert, bis ich dann online war. Und dann gab es ja nur ein, zwei Nummern, die man anrufen konnte. In einer Hamburger Mailbox stand dann irgendwas von Chaos Computer Club, trifft sich im Schwarzmarkt. Ja, dachte ich, da gehst du mal hin, ne? So Kennwörter tauschen, ein bisschen Erfahrungen austauschen und so. Und taucht dann da auf in dem Keller, sage ich jetzt mal, so linke Subkultur und so kannte ich, weil ich war früher auch viel im Fool's Garden und so in solchen Kunst- und Theaterbereichen unterwegs gewesen. Und außer Wau saßen da nur auch nur ein, zwei Leute? Und er erzählte halt so von Computer halt in die Hand des Volkes, und ich kam ja halt eher von der Medienseite her, für mich war Computer eher Gestaltungswerkzeug, und wir haben uns gut verstanden, ja, und sage ich mal, ab da haben wir das dann eigentlich ja zunehmenderweise dann fast täglich dann zusammen gemacht, den ganzen Kram. Da musst du erst vorher akzeptieren, den nicht. Wenn du diese drei noch nicht reingesetzt hast, dann... Im Herbst 86 sollte erst das Wirtschaftskriminalitätsgesetz kommen mit Hackerparagraphen und solchen Sachen. Und da haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt hier nicht auf dem Schleudersitz völlig privathaftend enden wollen, müssen wir natürlich einen Verein gründen. Und damals habe ich gedacht, okay, wo orientierst du dich dran? Und also praktisch ist die ursprüngliche CCC-Satzung ist dann eine Kopie der Satzung der GDD, Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Da haben wir dann eine neue Präambel praktisch mit dem weltweiten Menschenrecht auf ungehinderte Kommunikation gemacht, wo man ja heute noch dran arbeitet. Und im Kernhintergrund, dass es halt um das Verhältnis Menschen-Maschine, Menschen untereinander geht, was wir beobachten wollen. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wir hatten dann in der ersten Gründungsversammlung stand dann Hacken drin unter Punkt 7. Und das wurde dann vom Vereinsgericht bemängelt, weil das stand halt nicht im Duden. Und dann saß ich da und sagte, okay, was schreibst du da jetzt rein, müssen wir ändern. Und dann habe ich gesagt, okay, Förderung des schöpferisch-kritischen Umgangs mit Technologie. Das ist für mich so auch das, was es beschreibt. Ne? Also schöpferisch sein, gestalten mit den Sachen, die da sind, aber eben nicht unkritisch, sondern immer dahinter gucken. Ne? Und dann gab es ja auch immer noch die große Diskussion, die heute noch da ist. Ein richtiger Hacker wird ja nicht Mitglied in einem deutschen Verein. So, da haben wir gesagt, ja, okay, aber wir brauchen ja hier diese Verwaltungseinheit. Also es gibt ja immer mehrere CCCs. So, es gibt den CCC ohne e.V., wo sich halt Leute zugehörig fühlen, die den ganzen Vereinskram gar nicht interessieren. Dann haben wir den CCC e.V. als Verwaltungseinheit gehabt. Eine Verwaltungseinheit entwickelt natürlich dann irgendwann Eigendynamik und so weiter. Dann irgendwann kam dann die GmbH dazu. Das sind aber alles Sachen, die, wenn du eine Struktur halt schaffst, entwickelt die natürlich auch eine Eigendynamik. Und dann kommen halt auch Leute, die dann auf der und mit der Struktur gestalten und Einfluss nehmen wollen und so weiter. Aber im Kern ging es erstmal darum, dass wir einen Prellbock haben gegen die Gesetzgebung. Oh, man kann ja das erklären. Ich hatte ja eine ganz lange Pause. Ne? Ich bin irgendwann ausgestiegen, weil weiß ich gar nicht genau, warum eigentlich, aber andere Sachen haben mich mehr interessiert. Dann bin ich da mit meiner autonomen Gruppe in Harburg, haben wir Anti-AKW-Scheiß gemacht und uns irgendwie an die Dresdner Bankfiliale gekettet und
Rau als Kanzlerkandidat entgegengebrüllt, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, da hat er gelacht. Kann ich heute sehr gut nachvollziehen, warum er da gelacht hat. Wir standen da zu fünft, ne? Und egal. Dann hatte ich also quasi so, weiß ich nicht, 35 Jahre Pause und komme jetzt eigentlich so mit dem Gefühl und irgendwie dem Wissen von vor 35 Jahren zum Club zurück, also vor ein paar Jahren. Und bei vielen Geschichten aus den 80er Jahren finde ich es eigentlich erstaunlich, wie weit einige der Gedanken schon waren und wie teilweise wenig sich seitdem verbessert hat oder verändert hat. Also das Bewusstsein für Datenschutz und Computersicherheit ist häufig gefühlt nicht viel weiter ausgeprägt, als es das vor 40 Jahren war. Ausspähung von Daten! Ausspähung von Daten! Das ist nichts passend! Was meinst du, wie häufig ich, wenn ich mir irgendwelche Hackergeschichten oder Computerkriminalitätsgeschichten oder Bugs angucke, wie häufig ich da das Gefühl eines Déjà-vus habe? Das hat vor 20 Jahren schon mal, das war vor 40 Jahren schon mal. Oder von der Struktur her findet man ähnliche Sachen sogar noch viel früher. Und es macht natürlich auch wenig Spaß, gegen die 100. Vorratsdatenspeicherungsverordnung oder Gesetzgebung immer wieder anzugehen und immer wieder die Grundrechte zu verteidigen und immer wieder von vorne anzufangen, weil das ja ein Spiel gegen Windmühlen letztlich auch ist, also nicht sehr befriedigend ist. Letztlich aber notwendig, dass wir uns die Freiräume weiterhin erhalten oder versuchen, sie überhaupt wiederzubekommen. Also von dem Ziel auf weltweite ungehinderte Kommunikation aller Menschen, wobei ich jetzt ungehindert auch mal mit verschlüsselt definieren möchte, sind wir dann doch noch wieder weiter weg, als wir schon mal waren. Wenn es den Chaos Computer Club nicht geben würde, dann müsste man ihn unbedingt gründen. Ja? So. Und wir haben ja mit dem CCC eine wirklich sehr einmalige Position auf diesem Planeten als eine gesellschaftspolitisch engagierte Hackervereinigung. Und da sollten wir auch dranbleiben. Happy Birthday, CCC. Viel hat sich in 40 Jahren getan. Manches zum Schlechten, jetzt zum Guten. Danke dafür. C3 Telekom. Willkommen zurück bei Telegott. Halleluja! Wir freuen uns, Ihnen als nächstes einen musikalischen Beitrag des CCC Kinderchors zu präsentieren mit dem Lied Bios Christos. Wir haben dich so lieb! Ah! 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 Good evening, ladies and gentlemen. Wir sind heute Abend für die Unterhaltung zuständig. Chaos Crew! Hier kommt das Chaos. Error. Technologisch. Quellcodes, mit denen ich mir den Po wisch. Das kommt mir nicht auf die Platine. Was für Schnittstelle, ich bin nicht kompatibel. Alles Byte, alles Bittsteller. Was für RAM, ich bin einen Schritt schneller. Also mach mal nicht auf Napster. Sie beten Gott an, wenn sie grad kein Netz haben. Doch bei Ifs und Els fangen sie an zu stottern. Ich bin ein echter Gangster. Ich schieß dir noch paar Löcher in dein Laufband.
Ich bin der Man. Ich bin der Man. Ich bin der Man. 1, 2, 3, 4. Ich bin die elfte Plage. Kein Backup, keine Gnade. Deine Stecker, deine Kabel. Habe keine Buchsen, aber brave Bürger kaufen die Adapter. Mein Universum lockt dich. Alle schieben Optik. Ihr bereut und ich Retina. Ach, ITler, arme Schweine. Ich bin die Sekte und ich scheiß auf die Gemeinde. Ich bin der Man. Ich bin der Man. Ich bin der Man. C3 Telegott. Happy Birthday! Wir sind das Berliner Team von Jugend Hackt. Stellvertretend für ein riesiges Netzwerk und eine große Community. Und wir wollen Danke sagen. Danke, dass ihr an uns glaubt und uns jahrelang unterstützt habt. Danke für die vielen CCC-Aktiven, die sich bei Jugend Hackt einbringen. Danke auch, dass der CCC in Gesellschaft und Politik nie Ruhe gibt. Danke für die Events, auf denen wir immer gerne dabei sind. Bleibt aktiv, bleibt kritisch, bleibt politisch, bleibt unbequem. Chaos, absolut. Happy Birthday. 40. Eigentlich wären 40 Videos zum 40. auch ganz okay. Aber die 42 gefällt mir irgendwie besser. Na moin! Ja, Tachchen, Esti! Ja, der MC! Wie, woher weißt du das schon wieder? Ja, weil du von deinem Decktelefon mit deiner Nummer anrufst. Ach so, jo, Deckt ist korrekt, Alter. Ja. Pass auf, ich hab hier einen Brief gekriegt. Und zwar hier von der C3 News Show. Wie, Brief? Ja, ein Brief! Der Post, Alter. Wo lebst du denn? In der Zukunft. Haha, witzig. Ja, ich in Deutschland, ich hab kein Internet. Jedenfalls kein ordentliches. Ja, wie auch immer, die haben halt mir einen Brief geschrieben, so erreicht man mich eben, wa? Ja, die wollen hier so Fragen, ne, dass man die mal beantwortet. Wegen dem Geburtstag. Was für ein Geburtstag? Mann, Alter, lebst du unterm Stein? Der Club wird 40. Ja, 40 Jahre.
Und damit es nicht so eine lahme Veranstaltung wird, so eine lahme Geburtstagsveranstaltung zum 40. wie dein 40. soll es eben hier ein bisschen cooler gestaltet werden. Meine Geburtstage sind episch. Wer ist klug, war. Pass auf. Und außerdem, wer sagt denn, dass ich schon 40 bin? Ja, Alter, hör auf mit dem Quatsch. Es steht im Internet, wann wir Geburtstag haben. Ja. Okay, pass auf. Also, Fragen. Es gibt hier so ein paar Fragen und Leute, die was mit dem Club zu tun haben, so ein bisschen, die können das vielleicht mal beantworten. So, um das mal schöner zu machen. Wie schöner machen? Pass auf. Also, erste Frage. Was hast du durch den CCC gelernt? Das ist aber eine große Frage. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Bandbreite an unterschiedlichen Menschen, an unterschiedlichen Individuen deutlich größer ist, als man das so im normalen Leben oder in der vermeintlichen Mitte der Gesellschaft so annimmt. Zweite Frage. Deine tollste, wahnsinnigste Erinnerung zum CCC? Ein Gegenstand, ein Sticker oder was auch immer? Also eine ist sicherlich die unglaubliche Zusammenarbeit aller Helfenden bei Veranstaltungen zum Beispiel. Und das wird ja auch praktisch immer wieder getoppt. Aber ansonsten gibt es natürlich auch ganz viele kleine Sachen, ne? So in Gesprächen, in Workshops, die große Dankbarkeit und ja, das ist schon eine große, tolle Familie. Gut, denn wie alt warst du bei deinem ersten Hack? Nächste Frage. Wie viele Freunde hast du durch den CCC verloren und wie viele hast du gewonnen? Wenn man mal von der Enterbung absieht, weil ich schon seit über 20 Jahren Weihnachten nicht mehr zu Hause war, dann glaube ich, keine verloren zu haben. Und gewonnen, naja, sehr, sehr viele, ne? In unterschiedlichsten Ausprägungen. CCC in drei Worten, die nicht mit C anfangen. Was fängt nicht mit C an? Blockchain zum Beispiel fängt nicht mit C an. Kreative, selbstorganisierte Seifenblase. Gut. Memfrage. Was denken deine Freunde, was du beim CCC machen tust? Na, irgendwas mit Telefon, Infrastruktur und Kunst, ne? Zweite Memfrage. Was denken deine Eltern, was du beim CCC machen tust? Ja, unglaublich komplizierte Sachen mit Computern. Gut, und letzte Memfrage. Was denkst du selber, was du beim CCC machst? Na, die Gesellschaft positiv beeinflussen. Gut, alles klar. Denn, vielen Dank für die Antworten. Ich gebe das mal so weiter, wa? Redekantet. Na dann, tschüss. Und lass dir die goldene Blockchain nicht klauen, ne? Ciao. Ein Kunde. Warum ich Briefe kriege? Wieso nicht? Danke, Eventphone. Und wir haben es geschafft. 42 Geburtstagsgrüße zum 40-Jährigen des Chaos Computer Club. Zum Schluss möchten wir uns noch einmal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Nicht diese tollen Geburtstagsvideos, die ihr alle so spontan eingesendet habt und auch nicht alles andere, was den CCC ausmacht. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid und dass ihr das Chaos zu dem macht, was es ist. Oh, Moment.
Da muss ich kurz rangehen. C3 News Show, Khaleesi, hallo? Meine Waffeln sind fertig. Das passt perfekt. Ja, bis gleich. Ich gehe jetzt meine Waffel abholen und freue mich, euch ganz bald, hoffentlich in echt, wiederzusehen. Bis dahin. September 2021. Happy birthday. A happy birthday. Alles Gute zum 40. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Die Restrealität gratuliert dem CCC zum 40. Geburtstag. Happy Birthday. Herzlichen Glückwunsch zum 40. lieber CCC. Happy Birthday. Happy Birthday, Computer Club. Herzlichen Glückwunsch zum 40. Geburtstag. Happy Birthday. Lass dich feiern. Happy, Happy Birthday. Birthday. Happy Birthday, CCC. Glücklichen Herzwunsch zum Geburtstag. Schon richtig alt. Happy Birthday, CCC. Glücklich CCC. Happy Birthday, großes C. Happy Birthday, lieber CCC. Happy Birthday.